Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Dies ist der, ich habe keine Ahnung, wie viel der Part das ist, und Sam wird uns jetzt kurz zusammenfassen, was im letzten Part, der eher ein bisschen kurz war, so alles Krasses passiert ist. Im letzten Part sind wir vom Tempel rausgegangen, haben dann ein relativ interessantes Ding bekommen für ein Lied für das Ocarina, der dich teleportieren lässt, egal wo du bist. Das ist relativ gut zu einem Teleporter. Dann haben wir eben einen kleinen Gespenst bekommen, der uns eine Feenflasche gegeben hat. Damit können wir eine Feen einfangen und die könnte uns wahrscheinlich heilen. Und noch dazu haben wir dann den Eingang zum Tempel Fishmall gefunden. Und das ist eigentlich alles. Und jetzt sind wir in diesem Tempel. Und den machen wir jetzt auch. Jawohl. Let's go. Let's go. Ihr seht schon, wir jetzt immer wieder mal hier auf High Quality sind. Echt jetzt? Das ist die schlimmste Fledermaus auf der ganzen Welt. Uff. Da oben. Glaub, so kann man springen. Nee. Vielleicht mit ganz viel Anlauf von hinten. Nee, komm. Yeah, da mal wieder Kopfwasser erhalten. Yeah, wenigstens schon. Ja. Das ist so nervig, dass man auch nicht die Texte vorspringen kann. Fast noch schlimmer als bei Splatoon. Texte muss man lesen. Der Fall ist einem eigentlich immer klar. So. Uff. Uff. Ah, okay. Oh. Aber hier gibt es irgendwas. Vielleicht muss man die irgendwie so. Ich muss mir die zusammentun. Vielleicht so? Nee. Vielleicht alle so in der Mitte? So? Kann ich. Und da haben wir auch den ersten Schlüssel dieses Tempels. Des Tempels Fischmaus. So, dann kommen wir einfach schneller hier durch. Autsch. Hilfe. So, da können wir direkt da rein. Neue Zone, neues Glück. So, fertig. Ist Con Guys wieder, du weißt ja, wie alles funktioniert, ne? Ja. Auf dem Dingsbums. Wenn ich jetzt vielleicht für den Rest des Parts eventuell auch noch vom nächsten Mal kurz weg. Mal sehen. Was dann auch noch lebe. Und hast du dann Blick in der Muskel. Direkt und steht die Zeit. Yeah. Okay, Mini-Boss. Hm.
kurz. Bombe. Ich bin jetzt. Ah! Sorry. Was macht er denn jetzt? Die Gamer Couch. Die Couch für den jetzt. Okay. Okay. Ark, du bist stärker als ich noch, aber ich komme wieder. Ist das eine Drohung oder was pressen? Wie hier gibt es so eine 1 davon, gab es so 4 davon. Was denn? Wenn du nach dem Inhalt dieser Truhe suchst, komm doch, hol ihn bei mir ab. Okay, du Spast. Aber da war ich nicht fertig. Bombe. Spring. Spring, Link. Spring. Weg. Weg mit euch Ungeziefern. Hey, gib mir das. Danke. Stimmt, ich hab's noch nicht. Da ist der Boss. Schlüssel, da kann ich. Warte, da kann ich aber da durch. Okay. Das war alles geplant, natürlich. Warum sollte es nicht geplant sein? Wir entdecken gerade sehr viel Neues. Kann man so sagen. Vielleicht muss ich den auch noch umbringen. Moment, das ist so eine Fee. Dann kann man den perfekt. So perfekt. Du hast eine Fee in der Flasche gefangen. Lass sie frei, wenn sie dich heilen soll. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Nutzt eh nichts, wenn ich den dann zerstöre. Will ich noch nicht hin? Hilfe! Wie soll ich da bitte hinkommen? Ah, toll. Toll! Das Spiel, ich liebe es. Ich liebe es. Echt so. Das ist perfekt. Ich bin nicht blöd. Zweimal falle ich dann nicht drauf rein. Das ist scheiße. Nicht jetzt. Eine Truhe. Okay, was wird es da drin geben? Vielleicht so die Karte oder sowas. Karte wäre nicht mal so schlecht. Karte. Nee, eine Schnabelstein könnte auch vielleicht hilfreich sein. Hi.
Wie geht's denn heute Abend so? Ah ja. Ich bin aber echt ein bisschen gerade verloren in diesem Tempel. Schauen wir mal. Da ist der Anfang. Wow. Okay. Sieht relativ komisch aus. Ich versuche mal wieder da hoch zu gehen. Da gab es nämlich ein paar Orte, wo... Das kann man nicht durchstechen. Autsch. Das da zum Beispiel. Autsch. Dachte die etwa, ich bin dumm. Autsch. Was ist da drin? Oh. Wieder 2D. Autsch. Autsch. Da kann ich echt nicht hin. Kann ich nicht hin, das ist viel zu weit entfernt. Okay. Keine mal so schlechte Idee. Neue Zone. Kann ich da durch überhaupt? Ne, ich glaube, da kann ich nicht durch von der Seite. Ne, das stört da. Der Topf da, der stört. Es gibt da die Töpfe, die stören. Manchmal stört es schon. Jetzt kann ich. Habe ich jetzt das da? Das wird frei. Das wird auch frei. Das ist auch frei. Autsch. Du bekommst das da. Weil du mir wehgetan hast. Das brauche ich gar nicht da oben. Ich bin jetzt schon so stark, dass. Jetzt kann ich da durch eben. Das ist natürlich praktisch. Dann, wenn alle tot sind, dann öffnet sich die Tür. Die Tür öffnet sich. Sehr praktisch. Und Nummer 3. Nummer 3, das heißt, wir suchen noch den zweiten. Anscheinend, das habe ich so verstanden, dass es 4 Zonen gibt. Von diesem Miniboss, den wir davor hatten, der echt scheiße war eigentlich. Der war eigentlich gar nicht mehr so stark. 3 Herzen ist immer gut. Und die Karte. Ob die wirklich jetzt noch nützlich ist, können wir trotzdem mal schauen. Hier ist das Ende. Da waren wir noch nicht, aber da werden wir auch gleich hingehen. Sonst haben wir eigentlich den, wirklich so den Rest. Ich glaube, da vielleicht ist der zweite dann, der zweite Boss. Das war, nee, schau mal, das ist der vierte, dritte. Der erste und das soll da ist dann wahrscheinlich der zweite, also oder hier kann auch sein, weiß nur nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall muss ich auch dran denken, dass ich noch meinen Pfeil und Bogen habe. Könnte auch sehr nützlich sein, benutze ich eigentlich fast gar nicht in letzter Zeit. Habe ich eigentlich noch wirklich fast nie genutzt eigentlich. Hier gibt's Bomben. Gut. Sind immer gut. Ich glaube, so auch gegen den Miniboss brauchte man Bomben.
Weiß nicht, ob man ihn auch mit Pfeilen beschießen konnte. Das habe ich nicht ausprobiert. Vielleicht aber. Vielleicht geht's. Ah, da schon. Da ist der zweite Minimus. Also, das ist der gleiche. Du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant. Weißt du das? Na klar weiß ich das. Kann man ihn... Nee, kann man anscheinend nicht. Deswegen müssen wir ihn mit Bomben erledigen. Das ist ja ein guter Move. Alles natürlich vorauskalkuliert. Oh, berührt er ihn? Er berührt ihn. Du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ja, dann hat er wirklich 4 Zonen oder vielleicht auch 5. Ich weiß nicht, vielleicht 5. Ich hab vielleicht... keine Ahnung. Autsch. Das Ding, das ist das Schlimmste auf der Welt. Okay, vielleicht nach den Fledermäusen. Die Fledermäuse, die sind echt schlimm. Nummer 3, da müssen wir eben wieder hochgehen. Stimmt, habe ich vergessen. So. Schneller. So, so, so. So, und der dritte. Es geht doch eigentlich relativ schnell. Bla 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 bla. Ist wirklich schlecht. Der ist gut ausgedacht, aber der ist so schlecht. Nur einmal die Technik, dann... Okay. Und Nummer 4 war da oben durch eine Treppe, die ich nicht mehr weiß. Die war relativ am Anfang. Ich glaube, das war vielleicht die ganz da unten. Ja, das geht nicht. Vielleicht da. Autsch. Diese Viecher, die sind so nervig. So. Weg mit euch. So. Das kann man zerstören. Warum konnte ich davon nicht zerstören? Wo sind wir gerade? Wir sind dort und wir müssen aber dort. Ah, das ist dann eben nicht dort. Natürlich ein bisschen nervig. So, ja, so. Weg, 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 weg. Mit euch. Ihr Ungeziefer. Ich glaube, das war echt dort. Ich glaube, das ist richtig. Ah, ne. Kann ich nicht. Nein! Nicht jetzt. So. Vermute mal, jetzt kommt der vierte. Jetzt kommt der vierte, wie gesagt. Vielleicht, aber ich glaube, es gibt. Nee, es gibt keinen fünften. Also. Weil wir haben alles vielleicht dort, aber jetzt glaube ich, wird nicht wirklich. Würde auch vom Muster ja nicht stimmen. So. Nee, das war nicht nur 4. Das stimmt, das war nur 4.
Was ist das denn? Das ist der Enterhaken. Seine Kette hat eine ganz schöne Reichweite. Oh. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist voll. Wow. I like it. Und da kann man nicht hin. Ich verstehe jetzt. So, dann gab es dort einen, den wir davor nicht erreichen konnten. Aber jetzt soll... Pflegemäuse, das sind die schlimmsten Viecher. Okay. So, weg mit euch. Interessiert mich eh nicht. Weg. Steht da, kannst du ein Skelett nicht mit dem Schwert bezwingen? Setze eine Bombe ein. Okay. Das weiß ich aber eh schon. Also. Das haben wir alles nicht gefunden. Das ist einiges. Das habe ich noch nicht gefunden. Aber da oben hatte ich ganz, ganz viele, das ich nicht hatte. Das werden wir alles gleich machen müssen. Autsch. Nicht, dass ich jetzt noch sterbe. Natürlich ein bisschen belastend. So. Und da hoch. Dann da. Sprung. Nicht da, sondern Sprung da. Greifen. Öffnet sich Rubine. Und zum nächsten Schatz hingehen. Das kann man auch nehmen. Yeah. Nochmal 50 Rubine. Oh. So, an Geld mangelt es jetzt nicht. Und einen kleinen Schlüssel. Ja, der ist wichtig. Der ist sehr wichtig. Weil es noch... Weil es irgendwo noch einen Ort gab, wo wir nicht hinkommen. So, sind wir da durch. Oder wohin müssen wir? Müssen dorthin? Aber irgendwie durch... Keine Ahnung wie. Dort müssen wir auf jeden Fall. Dort müssen wir noch. Warte, ich kann mich auch einfach am Anfang teleportieren. Das ist auch sehr praktisch. So, wo sollte ich hin? Eins hoch und dann nach links. Bla 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 bla. Das ist jetzt alles. Bam. Noch mal weh tun. Ne, ich muss hoch. Autsch. Wenn man eben immer die Feder dort hatte und wenn man dann nicht mehr springen kann. Da kann ich jetzt auch hin. Wie bitte? Praktisch. Da gibt's auch was. Ah, okay. Spiel ist sehr nett. Kannst du mal... Ein Mini-Bosse. Oh. Also zwei.
So geht das. Die sind voll leicht zu zerstören. Geht. Hässlich ist das aber schon, das Ding. Jetzt kommt das. So, wenn es mit den Augen vibriert, dann kann ich das angreifen. Jetzt. So. Vielleicht. Aber wir haben auch doppelten Schaden, was auch gar nicht mehr so schlecht ist. Das kann ich nehmen, das ist mir egal. Okay, also. Ich nichts Interessantes. Bin ich schon ein bisschen traurig. Aber jetzt kann man doch auch einfach so. Yes. Und den kleinen Schlüssel, der ist hier. Perfekt. Ich glaube, das ist der letzte. Und dann brauchen wir noch den großen Schlüssel. Den wir noch nicht haben. So. Fertig. Das war auch nur da oben. Ich weiß nicht mehr, wie man dorthin kommt. Ich glaube, das war von da oben irgendwo kommt man dann dahin. Ich glaube, von der Treppe da. Das Ding ist auch gemein. Es gibt echt gemeine Viecher dort. Manchmal fragt man sich echt, hätte ich nicht lieber trotzdem die Blau genommen, also den blauen Anzug, dann hätte ich eben zweimal so weniger Schaden, würde ich kassieren. Ist auch nicht schlecht. Und da kann ich hin. Da fehlt eben der Schlüssel. Und ich glaube, der ist eben in der Truhe da. Ich weiß aber nicht mehr, wie man dorthin kommt. Vielleicht dort. Kann ich da überhaupt noch hin? Ich glaube, da kann ich nicht mehr hin. Nein. Muss da hoch. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Treppe hingeführt hat. Ich weiß nicht mehr, welche Treppe das war. Also das, die war, glaube ich, nicht. Ne, die war relativ am Anfang. Die, aus der sind wir gerade gekommen. Ich würde so sagen, aus der da müssen wir runter. Autsch. 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 Ich werde angegriffen von allen ekligen Tieren auf der Welt. Also, ich nenne das Tiere, Mobs, egal wie man das nennt. Sind eben ungeziefer. So. Da springen und dann bringt es dort drüber. Ist gar nicht das, was wir wollten. Das heißt, es ist nicht. Da waren wir gerade. Vielleicht das da. Nee, das kann das auch nicht sein.
Das kann es auch nicht sein. Die beiden. Ich glaube, ich kann nicht zählen. Warte. Die beiden. Es gibt aber 7. Nee, da stimmt. Da. Wenn ich einmal mache, dann geht der Part zu über einer halben Stunde. Wie bitte? Wenn ich einmal die nicht drüber fahre, läuft der Part zu einer halben Stunde. Ja, was ist da und so schlimm? Da. Da. Wir müssen dort warten. Man nennt sich einfach. Mein wunderschönes Ocarina. What are you bullying me? Hi. Da ist ein Gamer-Knüppel neben mir. Ach ja. Am Ende packt es mir echt lange, Alter. Ja, erst wenn ich fertig bin, dann wird's aufgehört. Weißt du, wie die ein XXL-Part werden? XXL-Part. Das ist... Ich glaube... Ich hoffe, irgendwo gibt es Statistiken, durch welches Monster wir am meisten Schaden bekommen haben. Am meisten Schaden. Echt wirklich. Da. Oh. Dann. Autsch. Und einfach. Ah. Beruhig dich. Da müssten wir eben hin. Also ich vermute mal, dass der sehr wichtig ist für den Boss. Da, wo man den Endboss-Schlüssel bekommt. Gibt's die kleine Brücke. Und da gibt's den großen Schlüssel. Wie kommt man jetzt am schnellsten dort rüber? Von dort hin. Das heißt, was wir machen ist, wir nehmen unser Ocarina. Wir spielen ein Lied. Wir teleportieren uns dorthin. Dann geht es sehr schnell. Dann nehmen wir den kleinen Teleporter, der direkt dort ist. Dann gehen wir oben rechts. Dann nehmen wir diese Tür. Und dann sind wir auch schon fast da. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, auch gegen Mobs. So gegen kleine Dinger da. Kleine Ungeziefer, die nix auf diese Insel verloren haben. Das kann ich nicht lesen. Ich werde dich fressen. Oh. Schleimaal. Oh. Autsch. Was ist das denn? Kann ich doch einfach warten, bis er hierher kommt und ihn erschlagen. Einfach da oben sein. Ja.
warum sie auch dagegen sind. Genau das da. Easy. Es war sehr, sehr schwer, aber unser 10. Herz ist dort. Wir haben ab jetzt 10 Herzen, gleich unser 5. Instrument. Wunderschön. 5 von den 8 Instrumenten haben wir. Keine Ahnung, vielleicht kommt auch David zum Schluss. Da jetzt der Schluss sein wird. Da wir den Tempel fertig gemacht haben, da wir 5 von den 8 Instrumenten haben. Im nächsten Part werden wir in Richtung des nächsten Tempels hingehen. Und dann wird es auch relativ schnell gehen. Yeah, boy. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao.